Hallo, ich bin Jasmin von Stempel nochmal. Herzlich willkommen zu 8 Tage Halloween. Yay, ich freue mich. Meine Lieblingsvideoreihe, na gut, ich habe eigentlich nur zwei, aber die startet heute. Ihr wisst, ich bin ein absoluter Halloween-Fan. Für alle, die es noch nicht wissen, die werden es ab jetzt wissen. Das ist jetzt, glaube ich, die fünfte Halloween-Reihe, die ich mache. Also immer 8 Tage Halloween und es kommen quasi die 8 Tage am Stück. Ihr werdet jetzt eine Woche jeden Tag ein Video von mir sehen, rund um das Thema Halloween. Ich werde mal gefragt, warum ich so ein Halloween-Fan bin. Ich habe keine Ahnung. Mir macht es einfach unwahrscheinlich viel Spaß, irgendwas Niedliches zu basteln oder andere Farben zu nutzen, sowas Untypisches zu machen, wo man mal was zerknütscheln kann oder wo man einfach mal Orange mit Lila mischt oder ich weiß nicht. Ich finde es einfach süß. Hier, ich wohne auf dem Dorf, also bei uns klingelt zu Halloween niemand an der Tür, aber ich bastel trotzdem gerne dafür. Ne? Das muss ja nicht immer irgendwie einen tieferen Sinn haben, sondern es macht mir einfach Spaß. Und falls ihr in der Stadt wohnt oder in einem größeren Ort, dann ist das vielleicht tatsächlich so, dass bei euch auch Kinder klingeln und ihr die Sachen auch loswerdet. Ich verschenke die so immer an irgendjemanden, auch wenn bei mir niemand vorbeikommt. Aber es macht mir halt einfach unwahrscheinlich viel Spaß. Und ihr werdet in den Videos jetzt eben Kleinigkeiten sehen, die sich super dafür eignen, die an Kinder oder Nachbarn zu verteilen. Kleine Verpackungen. Ich habe auch eine Karte geplant. Falls man jemanden mal ein kleines Halloween-Paket schicken möchte oder so. Und ich möchte euch gerne die Sachen erstmal hier zeigen. Also es gibt dieses Jahr eine total süße Handstanze in Kombi mit einem Stempelset. Es gibt ein wunderschönes Designerpapier und ich liebe dieses karierte Band hier. Das habe ich auch schon genutzt, unabhängig von Halloween. Es gibt einen Grabstein, genau, ich will immer Sarg sagen. Letztes Jahr gab es, glaube ich, den Sarg. Dann haben wir hier weiter ein Produktpaket mit Stanzen und Stempel. Hier sind total süße Spinnennetz dabei. Dann haben wir hier meinen absoluten Favorit. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass wir 3 Katzen haben und unsere Feli, die sieht genauso aus. Die ist auch schwarz und das ist einfach mein Highlight, weil ich Katzen liebe und weil ich Halloween liebe und das hier in Kombi und dann auch noch so süß. Also damit wird es auf jeden Fall was geben. Wir haben schwarzes Glitzerpapier und das war es, glaube ich, erstmal genau. Wo auch noch Halloween zu finden ist, ist zum Beispiel, manchmal ist es ein bisschen versteckt, ist zum Beispiel in diesen Grenzen hier. Da haben wir hier einen Kürbis, wir haben Hexenbesen und hier die Fledermaus, die ich wahrscheinlich auch überall drauf klatschen werde. Hier ist nur ein kleiner Kürbis und auch dieser süße Kranz hier mit den Sternen kann man wunderbar für Halloween verwenden. So viel dazu. Ich hoffe, ich kann euch wieder begeistern. Ich bekomme schon immer Nachrichten, wann geht's mit der Halloween-Reihe los? Und ach, da freue ich mich total drüber, dass immer mehr auf Halloween abfahren und diese Serie hier so gerne mit mir gucken. Und jetzt habe ich genug gelabert. Ich fange jetzt einfach mal an und zwar mega. Es gibt einen Grabstein. Wir machen einen Grabstein. Also damit legen wir jetzt los. Und ihr werdet sehen, die Projekte sind einfach, aber darum geht es ja auch, weil man dann halt meistens auch ein bisschen mehr machen will. Und ich habe jetzt nichts verändert an diesem Grabstein. Im Katalog ist noch ein Beispiel, da ist ein Fenster reingeschnitten worden, gestanzt worden. Ja, das kann man natürlich auch machen. Ich habe es nicht gemacht, weil ich gedacht habe, dann muss es innen halt auch gut aussehen. Und wir haben jetzt August, es gibt noch keine Halloween-Süßigkeiten. Ich habe zwar online so ein bisschen was einkaufen können, aber in Amerika sind das ja meistens diese Hershey's oder wie die heißen, diese Schokoladenteile. Das sieht hier total süß aus, aber man muss, wenn man ein Guckfenster hat, muss es halt innen auch gut aussehen. Ne? Ich zeige euch mal, was ich innen habe. Ist zwar auch witzig, aber ich fand es jetzt nicht so schön für ein Fenster. Ne? Ich habe hier so Körperteile, Augen, Finger und Füße und ich habe auch noch Münder. Ja, deswegen habe ich mich gegen ein Fenster entschieden und habe einfach hier so eine süße Deko drauf gemacht.
Und ich mag auch in diesem Jahr diese Farbkombi total gerne, die in dieses Designerpapier ist. So, ihr habt jetzt hier immer einen Boden und einen Deckel. Und ich habe beim Basteln gemerkt, ich habe es jetzt so gemacht, dass es quasi der Deckel rein geht. Aber man hätte es auch andersrum machen können. Da muss je nachdem, was man dekoriert, muss man vielleicht drauf achten. Ich habe jetzt erstmal nicht drauf geachtet, aber im Endeffekt ist es auch egal. Nur die sind halt so verpackt, dass euch eins so anguckt und eins so. Ich denke, das gehört dann auch jeweils zusammen. Es sieht gleich aus, aber es muss ja halt ineinander passen. Darauf müsst ihr einfach mal achten. Am besten, man macht sich erstmal die Verpackung zurecht, schließt die einmal und dann kann man ja entscheiden, welche Seite man dekorieren möchte. Das Schöne an diesen fertigen Schachteln ist halt, dass man das im Nu zusammengebaut hat und dass halt auch schon Kleber dran ist. Man könnte das natürlich auch irgendwie fancy umdekorieren, aber hey, aus welchem Grund, ne? Es ist ja so allein schon süß. Ihr könnt natürlich auch, um noch mehr Ideen zu bekommen, einfach die anderen Halloween-Videos von den letzten Jahren angucken. Ich habe dieses Jahr, kann ich euch schon verraten, keine Home-Deko dabei, weil ich einfach schon vieles gezeigt habe, was das angeht. Ich habe schon Girlanden gemacht, ich habe schon Bilderrahmen gemacht. Was habe ich noch gemacht? Wir haben, glaube ich, auch schon Scrapbooking gemacht zum Thema Halloween. Oh, jetzt habe ich natürlich genau die beiden, die nicht ineinander passen. Deswegen sage ich das, weil meine sind jetzt durcheinander gekommen schon. Ihr müsst ja gucken, wie die in der Verpackung gestapelt sind, dass er dann durcheinander kommt. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht die dritte gleiche. So, jetzt machen wir es einfach mal andersrum. Ich mache jetzt mal das Dekorier mal oben. So, ich zeige euch jetzt erstmal das Papier. Ich habe sogar Halloween-Fingernägel extra für euch gemacht, ne? Das müsste eigentlich schon mal einen Daumen nach oben geben, finde ich. Bin ich der Meinung. So, das ist das Papier. Total süß. Ich mag die Kombi lila, orange und grün. Und hier sind auch noch so süße Fledermäuse bei. Und wenn es halt niedlich ist, ist das auch, bin ich schon voll begeistert. Diese Teile kann man hier alle mit der Handstanze ausstanzen. Es gibt aber auch noch ein Stempelset, zeige ich euch gleich. Hier die Gespenster kann man mit der Stanze ausschneiden, die anderen könnte man mit der Hand ausschneiden. Ich habe jetzt das Papier genommen. Das passende, das sind so die drei Halloween-Sets. Das ist das mit den Katzen. Das ist das passende zu der Handstanze und das ist das dritte. Hier könnte man theoretisch sich irgendwie selber noch Gesichter machen. Ich habe jetzt die aus dem Designerpapier genommen. So, warte. Jetzt packen wir mal zur Seite. Ich muss irgendwie an meinen Papierschneider kommen. So, und zwar habe ich jetzt einfach 6,5 mal 7,5 genommen. Dann haben wir so ein bisschen ein süßes Papier unten drunter. So, müssen wir noch was schneiden? Nee, ich glaube, das war's. Dann habe ich ein Kätzchen genommen. Der Nachteil ist so ein bisschen, man muss das sich wirklich einzeln ausschneiden, weil das so eine Trio-Stanze ist. Und dann je nachdem, was man haben will,
kann man das dann so in die Stanze reinbuxieren. Aber ihr kennt ja den Trick mit den Post-its. Einfach hier sich eine Verlängerung basteln und dann kann man das Kätzchen genau dahin platzieren, wo man es gerne hätte. Und man stanzt halt nicht eben in irgendwas anderes rein, was man nicht kaputt machen will. Und dann habe ich mir noch ein Gespenst ausgeschnitten. Die finde ich nämlich auch total süß. Aber einen ohne Vogel auf dem Kopf. Das war mir dann doch zu viel Ausschneiderei. So. Ja, also ich würde mich natürlich tierisch freuen. Ich freue mich immer, wenn ihr meine Videos liked und mir einen Kommentar gibt. Ich sage das immer total ungern, weil sich das irgendwie so nach Betteln anhört. Aber ihr helft mir damit immer weiter, denn ihr kennt ja den YouTube-Algorithmus. Dann werden meine Videos besser oder öfters angezeigt, wenn die auch ja, einen Daumen oder einen Kommentar kriegen. Und wen freut das nicht, ne? So, jetzt brauchen wir die Stanzmaschine. Und zwar habe ich jetzt ein bisschen variiert. Ich habe ein Nicht-Halloween-Set genommen. Und zwar, das sind diese Kürbisse. Die habe ich ja auch schon gezeigt auf einer Karte. Und ich habe jetzt den hier einfach genommen und habe ihn in einen Halloween-Kürbis verwandelt, indem ich ihn einfach in Amethyst-Farbkarton ausgestanzt habe. Da macht es dann halt die Farbe, ne? Na, wir machen es mal einzeln. Und dann aus schwarzem Glitzerpapier das Spinnennetz. Das findet ihr in diesen Stanzformen. Das schneide ich mir immer passgenau zu, da bin ich knauserig mit. So, und wer mag, der kann aus den Resten, das passt nämlich wunderbar, wenn man das noch drauflegt. Und hier aus diesem Kranzset hier unten die Fledermaus. Die ist nämlich wirklich super klein. Das dürfen wir nur nicht verwackeln. Weil man denkt nämlich immer, passt ja eh nicht, aber das passt. Die braucht wirklich nicht viel Platz. Und ihr dürft auch nie vergessen, dass die Stanzform ja nicht den äußeren Rand direkt schneiden, sondern dass da auch nochmal so ein Millimeter erst innen geschnitten wird. Ne? Das ist zwar nicht viel, aber das macht sich schon bemerkbar. Haben wir nun wirklich keinen Verlust hier mehr. Die Fledermaus gleich wieder hier rein, dass die mir nicht verloren geht. Die kommt da wieder rein. Und dann müssten wir eigentlich alle Sachen haben, die wir brauchen. So, das einzigst Nervige ist hier das Spinnennetz. Aber dadurch, dass das Glitzerpapier ist, seht ihr, kann man da grob mit umgehen. Das hält das nämlich gut aus. Farbkarton oder Designerpapier ist da so ein bisschen empfindlicher. So.
Ich werde immer belächelt, wenn ich den hier mache. Aber ich habe das letztes Jahr nach meiner Halloween-Serie auf Instagram gepostet, wie mein Teppichboden nach 8 Videos aussah. Mein Teppichboden, mein Fußboden. Und das werde ich dieses Jahr auch wieder machen. Also könnt, wenn ihr sehen wollt, wie es unter mir aussieht nach 8 Videos, könnt ihr da gerne gucken. Es hat letztes Jahr viele amüsiert. Weil ich räume nicht auf zwischendurch. Ich ziehe das jetzt durch. So. Es ist Halloween. Ich habe es jetzt ein bisschen zerknüttelt. Kann man gleich auch noch, wenn es klebt, noch mal ein bisschen besser machen. Und auch das hier können wir grob mit umgehen. Sowas tackere ich immer sehr gerne an, aber das geht ja in dem Fall nicht. Aber mit Glue-Dots, ich nehme dann immer 2, hält es eigentlich auch gut. Gut andrücken. So, jetzt machen wir mal so eine Minispur-Kleber, weil ich wollte gerne dieses Band so ein bisschen aufkleben. Wo ist es denn jetzt hingerutscht? Und das ist einfach toll. Also da habe ich mir schon Reserve bestellt. Das ist so schön schmal. Es lässt sich super in Schleifen verarbeiten. Es passt aber auch zu anderen Sachen. Ich habe damit ja diese rosane Leopardenkarte gemacht. Und weil ich immer diese Kombi schwarz mit Farbe so mag, ist das total ein tolles Band in meinen Augen. So. Ach, ich wollte ja erst was aufkleben, dass das hier trocknet. Man kann es ja jetzt hier schlecht irgendwie drumherum binden. Deswegen habe ich einfach so ein Stückchen aufgeklebt. So, und dann kommt der Kürbis oben drauf. Und unter die beiden mache ich einen Dimensional. Die schon wieder wechseln. Gibt es so nicht, oder? Kann die Stampin' Up! Nicht mal in so Signalfarben machen, so orange oder? Kommt noch da. Jetzt grinst so zufrieden, finde ich. Und er hier kommt dahin. Und die Schleife, die klebe ich auch mit Glue-Dots auf. Welches? So ein bisschen gucken, dass man danach noch alle sehen kann. So. Dann auch total süß gibt es hier diese Sterne. Habe ich auch schon woanders aufgeklebt. Sterne, ja gut, jetzt die schwarzen sind vielleicht schon Halloween, aber die anderen nicht unbedingt. Ne? Hier nehme ich jetzt die Orangen, weil die anderen nicht ganz so aufgefallen sind. Farblich.
So, und dann habe ich noch einen Spruch. Den habe ich jetzt schon vorbereitet. Der ist aus dem Set mit dem Kätzchen. It's Halloween. Den habe ich embossed. Mit weißem Embossingpulver auf dem gleichen Farbkarton hier wie der Kürbis. Und den schneide ich mir so in Balkenform. Und dann klebe ich den hier oben ins Spinnennetz. Kann man immer gut den Rand hier nehmen. Kann man, wenn man will, auch so ein bisschen biegen und ein bisschen verknicken. So, und dann kommen noch die Fledermäuse. Die klebe ich mit einem Glue-Dot auf, weil die auch aus dem Glitzerpapier sind. Da mache ich mir, glaube ich, besser wie so ein Popel, wie so eine Wurst, weil die Fledermaus nur so einen kleinen Körper hat. Dann kommt eine hier oben hin. Und eine hier auf den Kürbis mit drauf. So, wenn ihr jetzt keine Halloween-Süßigkeiten habt, dann könnt ihr natürlich auch einfach Gummibärchen reinmachen oder kleine Schokoriegel oder sowas. Das passt alles. Ich habe aber, wie gesagt, online hier Füße und was haben wir denn hier noch? Was ist das denn? Finger. So Kleinigkeiten eben. Eklige Kleinigkeiten habe ich gekauft und die passen jetzt hier rein. Ja, und dann war es das. Mein erstes Video. Morgen geht's weiter. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und ich hoffe, ich kann euch alle verführen zu Halloween. Ich wünsche euch viel Spaß damit und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Thank you.